Nazda system was developed to protect us. It was to be the ultimate nuclear deterrent. As it turned out, it was our executioner. Reports said that Nazda developed a fault during a routine systems check. Don't believe it. Someone wanted it to take us out. Those nukes were targeted on every major city around the world. Nazda was programmed to start the collapse. When the counter-strikes launched, its laser defenses and anti-missile ground sites failed. The world as we knew it ended. The nuclear winter hit hard. Disease and famine claimed most of us would survive the nuclear strikes. Wars over cans of dog food took even more. We'd fled Seattle early in 86. We'd heard that the Rocky Mountains were relatively rad-free. After fighting off bands of marauders, we came across the base. Its personnel were dead, killed by any one of a number of virulent diseases. We cracked the doors and cleared out the bodies inside. We knew that things would never be the same again. But we were determined to build a new world out of the ruins. We rebuilt the landing pads and brought the old systems back online. We were finally ready to begin the project. Oh yeah, liebe Leute. Ganz genau. Damit herzlich willkommen, ja, zu meinem neuen Let's Play-Projekt, und zwar Warzone 2100. Jawohl, liebe Freunde. Ein Spiel aus den 90ern, was sie hier neu remodelt haben, glaube ich. Finde ich gut. Und ja, ein Echtzeit-Strategiespiel, was hier auf uns wartet, à la Command & Conquer. Und ja, da freue ich mich schon wieder riesig drauf. Es gab jetzt längere... Nach neuer Version kann man auch, aber möchte ich es nicht. Es gab jetzt länger kein Echtzeitstrategiespiel aus Gründen, die ich damals genannt habe. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, jetzt wieder eins zu machen. Einfach, ja, weil ich das Genre geil finde. Und auch viele RTS-Fans auf meinem Kanal habe. Deswegen, ja. Jetzt kommt hier das nächste Spiel. Ihr habt schon im Intro gesehen. Die Menschheit ist fast ausgerottet worden durch eine Nuklearkatastrophe von einem Satelliten, der von irgendwem abgeschossen wurde. Die Atomraketen. Und jetzt sind nur noch eine Handvoll Überlebende übrig und wollen eine neue Welt aufbauen. Und genau, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir machen mal einen Einzelspieler. Eine neue Kampagne. Alpha, Beta, Gamma. Das ist, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad. Ich nehme mal den mittleren. Wir spielen ja immer auf normal. Okay. Briefing commences. Team Beta is searching this sector for vertical takeoff and landing. Ach, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Wir sind schon viel zu weit, oh Gott. okay. Es sind einfach die verschiedenen Szenarien. Okay. Anfang, Mitte, Ende sozusagen. So verstehe ich das. Okay. Wir möchten nicht in der Mitte anfangen, sondern... Ja, wartet mal. Gibt es nicht irgendwie ein Tutorial oder so? Es gibt ein Tutorial, aber ich glaube, das ist selbsterklärend, dieses Spiel. Aber... Ja, Tutorial... Machen wir es mal mit. Ich habe es schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. So. In this training session you'll learn how to build an effective base. Oil resources are key to your success. Ja gut. Das weiß ich ja noch, ne? Genau, wir machen einfach erstmal Tutorial. So. Diese LKWs, die ihr hier seht, das sind Bau-LKWs. Das heißt, die fahren hin und bauen Gebäude.
To extract the oil and convert it into power, a power generator is required. Left click the flashing build icon. Ach, okay. Left click the power generator in the build menu. Position the square at your base, then left click to start the build process. To increase your build rate, select your second truck. Okay, sehr interessant. Ja, Freunde, wir machen erstmal Tutorial, würde ich sagen. Einfach um reinzukommen im Spiel. Und das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass man für Öltürme Kraftwerke braucht. Okay. Gut zu wissen, weil die bringen uns nämlich Geld ein. Wir sehen hier unten unser Geld. Ne? During missions you need to locate and recover technologies from before the collapse. Use a truck to search for the artifact indicated by the radar pulse. Move the pointer over the artifact. Okay, das ist das hier. Okay, ein Artefakt. Okay. Das ist ein cooles Spiel. Warte mal, warte. Muss man gerade so. A research facility is required to research artifacts. Left click the build icon. Now left click the research facility and position it at your base. Forschungseinrichtung. Okay. Okay, das kriegen wir ja noch hin, ne? Gebäudeaufbau. Okay. Forschungseinrichtung. Das heißt, man kann hier in diesem Spiel tatsächlich, wie es eben gesagt wurde, neue Technologien freischalten. Jawohl. Und ja, wir bauen uns im Prinzip wieder neu auf als Menschheit, ne? Und nach einem Nuklearunfall auf der Erde. So. Construction completed. To research the artifact. Left click on the Now left click the artifact. Maschinengewehr. The artifact is now being researched by the facility. Okay. Major research completed. The researched machine gun can be used to design a new vehicle using the Viper. The design icon. To start your design, Stimmt, Leute. The new design icon. Now left click the vehicle body icon. Man kann sich komplett neue. Ja. Your new vehicle is named automatically. You can change this name if you so desire. Das brauche ich jetzt nicht. Left click the flashing flows icon. A factory is now required to manufacture your Viper. Left click the build icon. Then left click the factory. Genau. Now position it at your base. Ja. ich möchte was erzählen. Und zwar, ja, man kann sich hier eigene Panzer generieren, tatsächlich. Beziehungsweise, ja, eigene Panzer machen. Und wir haben jetzt einen Maschinengewehrpanzer hier erstellt, im Prinzip. Und genau, wenn wir jetzt hier nämlich anwählen, kann man hier Panzer bauen. Da, Maschinengewehr Viper. You can move the delivery point at any time clicking it. Then left click where you want to position it. Okay, delivery. Man kann also. Okay. Ja, sieht alles sehr futuristisch aus, ne, wie ihr seht. Das ist aber sehr nice, muss ich sagen. Delivery point. Ja. Panzer. Okay, wir bauen unsere ersten Panzer tatsächlich durch unsere Forschung. Okay, nice. Ich glaube, somit haben wir schon die Basics. Muss ich sagen. Ich glaube, somit haben wir tatsächlich schon die Basics. Okay, ja, cool. sehr gut zu wissen, dass man hierfür Kraftwerke braucht. Ja, hier unten haben wir unser Geld, wie gesagt, das geht uns langsam aus hier. Ich denke mal, Freunde, der Rest ist selbsterklärend. Wir gehen aus dem Tutorial raus. Ich will jetzt hier richtig mal anfangen mit der Mission. Okay, ich denke, wir haben schon so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie sich das Spiel hier spielt. Okay, dann starten wir einen Alpha-Feldzug, der Anfang. Okay. Alpha, you are clear to take off. Check. Good luck and good hunting.
Die Fliege, geil. Commander, you lead Team Alpha, one of three expeditionary teams sent out by the project to recover artifacts from before the collapse. Your destination lies in the Western Zone. Commander, you are to establish a base in this sector. Once the base is established, begin your search for a pre-collapse structure located in this sector. This building is believed to contain advanced neural synapse technology that is vital to the success of the project. Yo! Okay. Das heißt, wir sind in Kalifornien und haben hier unsere Starteinheiten. Da ist auch eine wunderbare Musik im Hintergrund. Ach, schön. So, hier ist eine Info. Okay, das ist nur das Mission Briefing. Projektziele und Updates. Finden und bergen Sie Technologie für neurale Synapsen. Errichten Sie eine Basis. Suchen Sie nach Gebäuden aus der Zeit vor dem Kollaps. Also menschliche, ja, genau. Dieses Gebäude enthält Technologie, die lebenswichtig für den Erfolg des Projektes ist. Okay, dann machen wir das mal. So, wir haben hier unsere Baufahrzeuge im Prinzip. Und machen mal eine Kommandozentrale. Das ist quasi unser Hauptpunkt hier in unserer Basis. Hier sind die ersten vier Panzer. Panzer, ja. So. Ja, wie gesagt, Freunde, da freue ich mich richtig drauf. Auch ein richtig geiles Spiel eigentlich. Oh, okay. Scavenger Raiders are approaching our base. Defend the base, then destroy the scavenger camps. Genau, Freunde, wir haben hier natürlich auch Gegner, ne, ganz klar. Und die nennen sich hier Scavengers. Da sind sie schon, schaut euch das an. So, da. Das war ein Dominican, okay. Aber, ja, da sind wir wieder mit den Gegnern, ne? So, wir haben hier eine Ölstelle. Okay. Und hier vorne ist wohl irgendeine Basis von denen. Ach, guck mal hier. Aktuelles Missionsziel. Ja, gut. Alpha-Basis-Mission. Scavenger-Überfall. Scavenger, ja, okay. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir unseren Einheitengenerator. Schaut euch das an. Wir haben Viper, Räder, Maschinengewehr. Okay, das heißt, wir haben hier unsere Einheit. Cool, okay. Ja, nice. Alles klar. So, wie wir im Tutorial gelernt haben, die Dinger brauchen Kraftwerke, um zu funktionieren. Fabrik, Kraftwerk, da haben wir's. Okay, mach das mal hier hin. Ein Glück, dass wir drei Baufahrzeuge haben. Das geht nämlich richtig schön schnell, wie ihr seht hier. Guckt euch das an. Zack, 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 zack. Das sieht richtig geil aus, ne? Einfach diese blauen Laser. Zum Bauen. So, wir kriegen Geld. Sehr gut. Fabrik, Forschungseinrichtung. Forschungseinrichtung benötigen wir tatsächlich. So. Ja, Energie braucht man hier scheinbar gar nicht. Nicht so wie bei Command & Conquer damals. Ach, stylisch diese Laser. Piu, piu, piu. Aber wenn man hier draufklickt, Einheiten zugewiesen. So, jetzt kann man hier nämlich eine Forschung betreiben. Okay, könnte man machen, wenn man was hätte, aber man hat nichts. Alles klar, wir brauchen dann eine Fabrik. Genau, eine Fabrik für Panzer. Stellen wir mal hier hin. Waffenfabrik quasi im Prinzip, ne? Aus Command & Conquer. Das Geld kommt gerade noch sehr langsam rein. Ah! Okay, man kann hier die die Wegpunkte kann man ändern von der Waffenfabrik. Okay, das ist geil. Man kann auch mehrere Sachen, mehrere Fabriken bauen. Ne, das ist ja immer. Das mache ich auch. Ich würde sagen, wir bauen einfach noch eine Waffenfabrik.
So, direkt daneben. Und dann machen wir den Punkt auch hier hin. Hier vorne. So. Oh, was ist das denn? Rückzug nach schwer. Rückzug bei schwerem Schaden. Sieg oder Tod. Ach, schaut euch das mal an. Optimale Reichweite. Kurze Reichweite. Hohe Reichweite. Was ist. Okay, man kann hier so. Ja, was habe ich gerade angeklickt? Was habe ich gerade angeklickt? Den Punkt hier oder was, ne? Was habe ich gerade angeklickt? Wo war das gerade? ich bin gerade überfragt, aber gut. Freunde. Ich glaube, wir können auch gruppieren hier. Aber wir bauen einfach Panzer. So, 5 Stück. Aber man kann nicht mehrere markieren. Das geht leider nicht tatsächlich. Das ist schade. Aber gut. Veraltete Technologien ausblenden. Okay, nice. Fabrik Auslieferungspunkt. Der ist ja schon gesetzt. Okay, was haben wir hier? Produktion. Ah. So, da kommt unser Panzer. Sehr nice. Okay, Freunde. Ja, der Rest ist dann quasi ähnlich wie bei Corn & Conquer. Nur, dass wir hier Artefakte suchen müssen. Okay, Freunde. Und irgendwann haben wir so viele Technologien, dass man auch, Commander, dass man auch Türme und sowas bauen kann zur Verteidigung der Basis. Das ist auf jeden Fall auch ein richtig geiles Strategiespiel eigentlich. Ich frage mich, warum das so untergegangen ist. Zu der Zeit. So. Ich meine, das hat das Spiel definitiv nicht verdient. So, wo war ich denn gerade drauf, sag mal. Ich konnte... Ah! Feuer... Rückzug bei mittlerem Schaden, Sieg oder Tod. Ah, das sind so Einstellungen für die Waffenfabriken. Feuer einstellen. Feuer erwidern. Feuer nach eigenem Ermessen. Okay, verfolgen. Position halten. Ah, das sind Einheiten. Einheiten, Einstellungen. Okay, hohe Reichweite. Optimale Reichweite. Boah. Ja, okay, das passt so, denke ich. Ja. Rückzug, Sieg oder Tod lieber. Okay. Boah, was ist... Patrouillieren. Das ist geil. Okay. Verfolgen. Rücke... Ah. Ach, man kann mit Rechtsklick, kann man so... Ah, das ist cool. Mit Rechtsklick kann man den Befehl geben. Sieg oder Tod. Rückzug bei schwerem Schaden. Ach. Einheiteneinstellungen. Patrouillieren. Wenn wir jetzt hier sagen, patrouillieren. Macht er aber nicht, ne? Patrouillieren. Ne, das machen sie. Doch, die machen das. Ah, guck mal. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Okay. So, ich möchte jetzt aber, dass ihr bitte stehen bleibt. Nicht mehr patrouillieren. So. Ja, cool. Okay, das heißt, wir haben hier unsere Panzer und können mal loslegen. Oh, aber nicht die. Die bitte nicht, sondern nur die. Gruppe 1. Man kann hier gruppieren. Genau. Und stellen die mal ein. Hohe Reichweite auf jeden Fall. Rückzug bei schwerem Schaden machen wir mal. Feuer nach eigenem Essen, wenn wir jetzt hier patrouillieren drücken. Das ist geil. Okay, aber... So, was ist das? Position bewachen. Ja, das ist gut. Zum Transporter. Rückkehr zur Kommandozentrale. Dann fahren die zurück. Okay.
Rückkehr zwecks Reparatur. Okay, auch gut. Rückkehr zwecks Recycling. Okay, aber machen wir erstmal hier die Sachen hier kaputt. So, scheiße. Wir haben Maschinengewehrpanzer. Und wir machen hier die Sachen alle kaputt. So, das sind nämlich die Scavenger-Vorposten. Das heißt Einheiten von bevor dem Atomangriff sozusagen. Und da, schau mal, da kommen Manneken. Jawohl, da kommen Manneken. Was ist das hier für ein Teil? Ein Auto. Okay. So, ja, dann machen wir hier weiter. Oh, guck mal. Da liegt ein Öl-LKW. Mach den kaputt. Bumm. So, wir fahren aber erstmal hier unten hin. Was haben wir denn hier unten noch? Und ja, Freunde, im Prinzip Karte erkunden, alles platt machen und Ölbohrtürme und Artefakte finden. Ja. Das ist so das Ziel hier. Aber da, das heißt, wir können hier gar nicht hin. Ja, ist auch das Kartenende schon, okay. Wir sind in Kalifornien, also Westamerika. Und genau, müssen uns hier quasi durchschlagen. So, da ist ein kaputter Bus von der Menschheit. Kaputtes Auto, das machen wir alles kaputt. Oh! Da ist eine Scavenger-Basis. Schaut euch das an. Eine Scavenger-Basis und der Turm, der hält ganz schön viel aus. Mit Rechtsklick kann man so den Status der Gebäude prüfen. Bam. So, mach die Manneken kaputt. Und dann hier. Diesen Bohrturm. Weg damit. Genau, dieses Spiel macht auch Autosaves. Tatsächlich. Ach, schaut mal. Da ist ein Artefakt. Jawoll. Das heißt, wir können hier wieder Forschung betreiben, und zwar nach Konstruktionstechnik. Alles klar. Was ist das? Das ist ein Ölturm. Okay, kommt mal bitte wieder zurück. Wir nehmen die drei. Und, Bau nicht möglich. Ölquelle brennt. Aha, okay. Bleib mal bitte hier in der Mitte. Weil ich möchte euch schnell überall haben, falls da irgendwo Gegner kommen. Ne? Ja, sehen sie aus wie die Sammler bei Command & Conquer, aber es sind Baufahrzeuge tatsächlich. Die braucht man keine Sammler. Die Ölquelle brennt tatsächlich noch. Sie haben 100 Energie in einem Ölfass gefunden. Okay. Energie? Ach. Zahlen wir gar nicht mit Geld? Ah, Energie. Wir zahlen gar nicht mit Geld. Aha, seht ihr, da kommen sie doch. So. Wir haben die Konstruktionstechnik fertig geforscht. Okay. Wir können weitermachen. Wachturm mit Maschinen. Oh ja. Türme, Freunde. Das ist gut. Wie ihr mich kennt, werde ich dann natürlich wieder alles mit Zugleistern, ne? Ist klar. Und muss so sein. So. Ja, dann warten wir mal die Forschung ab, würde ich sagen. Warte mal, mach mal Rückkehr wegen Reparatur. Ja. So. Zieht euch mal zurück. Okay. Cheats deaktiviert, das ist gut. Schwierigkeitsgrad normal, ja. Auch top. So, wie lange braucht die Forschung noch? 3 Sekunden. Dann können wir hier Wachturm mit Maschinengewehre. Und hier machen ja die Panzerfallen. Machen wir auch mal. So, Wachtürme. Jawohl. Die können... Aha. Da kommen sie doch schon. Ja. Wartet mal. Autsch. Hey. Och nö. Ja, so, Maschinengewehrturm. Und der hier? Ja. Der Turm. Wir haben den Turm. Haha, sehr cool. Okay, mach die Manneken platt. Okay, dankeschön.
Können wir nämlich auch reparieren. So, und Team 1 ist wieder... heilt ihr euch? Heilen die sich jetzt, oder was ist hier los? 0 Einheiten zugewiesen. Die heilen sich jetzt automatisch hoch, oder was? Ja, oder? Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir doch die Technologie dafür. Das kann sehr gut sein. So, dann machen wir hier jetzt einfach mal einen Wachturm nochmal. So. Bau den da auf und dann baue ich noch einen Turm direkt dahinter. Oh, das ist eine geile Musik. An die erinnere ich mich noch, Freunde. An die erinnere ich mich noch. Die Musik, die ist richtig cool. So, dann mach mal hier noch einen hin. So. Ich meine, ihr kennt mich. Oh! Ich baue gerne viele Türme. So. Weil es ist einfach effektiver, mit Türmen zu verteidigen, als mit Panzern. Ach, guck mal, die reparieren automatisch. Ja, das ist natürlich nice. Okay, das heißt, Team 1, wir haben die Technologie scheinbar noch nicht dafür. Okay, einfach nicht weiter schlimm. Die sind mal Team 2. Und ich würde mal sagen, wir bauen hier weitere Türmchen auf. So. Okay. Piu, piu. Ja, das ist im Prinzip Warzone 2100. Und, ja. Richtig geiles Spiel auch. Wie gesagt, ich freut mich, dass es das auch Free-to-Play gibt, tatsächlich. Was? Achso, da, okay. Ja, gut. Dieses Spiel gibt es tatsächlich kostenlos, runterzuladen. Und, das finde ich sehr gut von den Entwicklern, dass die das so quasi zur freien Verfügung stellen, das Spiel. Das hat man auch nicht überall. So, dann geht's mal weiter. Und guck, erkunden mal die Karte. Einmal aufgedeckte Bereiche bleiben aufgedeckt, aber es gibt halt einen Kriegsnebel, ne? Da ist nochmal eine Basis. So, wartet mal, gibt es vielleicht in den Einstellungen? Abtastlinie, nee. Dass man irgendwie die Energiebalken, ist jetzt egal. Dass man die Lebensanzeige hier irgendwie immer hat. Ach, guck mal, die fahren zurück. Weil sie beschädigt sind. Haha, okay. Nee, dann lass das. So, Team 1 bitte. Hallo? Ihr seid doch alle Team 1. So. Die verlassen dann die Gruppe. Ach, ihr seid ja mies. Ihr seid ja mies. Was ist mit euch? Ihr bleibt schön hier. So, Team 1, Rechtsklick und dann war das, Sieg oder Tod, genau. Damit sie sich nicht zurückziehen. Aber das ist cool. Und ein cooles Feature für die Zukunft, wenn man die Reparaturtechnik hat. So, eine neue Basis. Ihr seht's, von Menschenhand gemacht tatsächlich, ne? Also es ist human. So, und dann geht's hier einfach weiter. Ach, und da klingelt schon meine Uhr. Okay, dann machen wir die Basis jetzt noch flatt. Und, oh, Unit under attack. Ja, das Spiel ist auf Englisch gehalten. Die Cutscene und so. Aber es ist auf Deutsch, natürlich, also Denglisch sozusagen. So. Dann diesen Ölturm. Jo, die Mauer ist weg. Jawohl, Freunde. Und da haben wir dann unsere nächste Basis im Prinzip. Platt gemacht. Oh, und wir können weiter forschen. Flammenwerfer, oh ja. Ich liebe Flammenwerfer. So, da ist die nächste Basis da hinten von den Scavengers. Aber gut, Freunde, da würde ich sagen, ja, da unsere Folge leider schon voll ist, würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat von Warzone 2100,
lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter den Kanal. Und genau, liebe Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.